Rodrigo Rato, ehemaliger spanischer Wirtschaftsminister und früherer Chef des Internationalen Währungsfonds, ist in Madrid zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Rato Firmenkreditkarten von Bankia und Caja Madrid nutzte, um private Rechnungen zu begleichen. Beide Unternehmen leitete der 67-Jährige früher. Todo te parece poco, ladrón.